Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Nachdem die Partnerschaft zwischen Rich Energy und dem Haas F1 Team nun beendet ist, wurde sowohl der Teamname als auch die Lackierung des VF19 Boliden angepasst. Der Name Rich Energy kommt im Namen des Formel 1 Teams nicht mehr vor und auch auf dem Boliden ist der Schriftzug des Energy Drink Herstellers nicht mehr zu erkennen. Die Lackierung ist weiterhin überwiegend schwarz und die Heckfinne bleibt goldfarben. Wird es in Zukunft sogenannte Spotter in der Formel 1 geben, wie auch im Rennsport in den USA? Nach dem Crash zwischen Sebastian Vettel und Lance Stroll beim Ferrari-Heimspiel in Monza wäre es mit einem Spotter, also einem Ratgeber oder Beobachter, gar nicht erst zu einem Crash gekommen, denn so eine Person hilft dem Fahrer in solch einer Gefahrensituation. So etwas Ähnliches gibt es bereits in jedem Team. Vettel konnte beim Crash nicht nach links gucken, als er wieder auf die Strecke kam, weil die Cockpitwand und das Hans die Sicht störten. Gerüchten zufolge soll die aktuelle Ferrari Power Unit unglaublich effizient sein, was bis zum großen Preis von Belgien das Hauptproblem der Scuderia war. Ferrari wird den Motor bis zum Ende der Saison fahren. Mercedes wurde beim Italien Grand Prix gezwungen, mehr Kraftstoff als Ferrari zu sparen. Angeblich soll die Rennstrecke von Singapur in den nächsten Jahren überarbeitet werden, denn die Stadt plant Bauarbeiten. Möglich ist der Wegfall der Kurvenabschnitte 16 bis 19, also dort, wo es vor 11 Jahren den Crashgate-Skandal gab. Dadurch reduziert sich die Kurvenanzahl von 23 auf 19. Die Fahrer passieren dann nicht mehr den Tribünentunnel, denn diese Tribüne blickt auf die schwimmende Plattform The Float of Marina Bay, die für die Parade zum Nationalfeiertag genutzt wird. Im Januar 2022 wird diese abgerissen und 2025 soll der NS² dort fertig gebaut sein. Noch einmal zurück zu Ferrari. Nachdem Charles Leclerc zwei Siege für Ferrari hintereinander einfahren konnte, gibt es die ersten Verschwörungen. Red Bull-Teamchef Christian Horner hat bestätigt, dass sie Überprüfungsanfragen zu Ferraris Motor Richtung 4 geschickt haben, denn im Fahrerlager soll es drei große Theorien zu der Leistung und dem fehlenden Abtrieb des SF90 geben. Erstens, die Batterie schafft für kurze Zeit statt der erlaubten 120 kW 160 kW. Zweitens, eine neue Hochleistungskraftstoffpumpe, die zusätzlichen Sprit in Q3 über die Kraftstoffdurchflussgrenzen einspritzt. Und drittens, der Luftsammler wird mit Öl gekühlt und dieses wiederum wird zur Verbrennung weitergeleitet. Es sind jedoch nur Hypothesen, über die im Fahrerlager geredet wird. Es kann aber auch etwas vollkommen anderes sein und vor allem Legales. Kommen wir zu Mikes Meinung. Zur Haas-Lackierung gibt es ja nicht viel zu sagen und zum Spotter habe ich zurzeit noch keine Meinung, das kann sich aber noch ändern. Dass Mercedes in Italien Sprit sparen musste, ist mir neu. Wenn in Zukunft nicht mehr unter der Tribüne durchgefahren wird, fehlt meiner Meinung nach ein interessanter Part an der Singapur-Strecke. Was die drei Hypothesen angeht, muss die 4 entscheiden. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Ferrari ein absenkbares Heck hat, welches sich bei hohen Geschwindigkeiten nach unten drückt und für eine noch höhere Geschwindigkeit sorgt. Und nun ab zum Community-Kommentar. NeroTV hat folgenden Kommentar unter meinem Williams-Mercedes-Video geschrieben. Was sagst du dazu, dass alle Teams für ein Quali-Rennen 2020 abgestimmt haben? Ganz ehrlich, ich finde das gut so. Denn mit solchen Rennen wird ja die Startaufstellung der Fahrer-WM umgedreht, sodass möglicherweise ein Williams auf der Pole-Position steht und sich die Favoriten sozusagen durchs Feld pflügen müssen, was bestimmt spannend anzusehen ist. Diese Rennen soll es in 4 Ländern geben, die noch nicht bekannt sind. 100 Kilometer sollen gefahren werden, was ein Drittel eines normalen Grand Prix ist. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, abonniert diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.